Wir befinden uns aktuell hier auf dem Adventsmarkt beim Rathausplatz. Der wird am 12. November aufsperren. Im Hintergrund im Rathaus, da ist im Moment aber wenig Grund zur Weihnachtsstimmung, denn aktuell wird beraten bzw. der Krisenstab rund um Bürgermeister Michael Ludwig und den Spitalschef Peter Binder wird heute beraten. Wie wird es weitergehen? Erinnern wir uns zurück. Letztes Jahr um diese Zeit, da hatten wir bereits einen Lockdown. Da befand sich die 7-Tages-Inzidenz bei 403 und es gab 366 belegte Intensivbetten. Sieht man es sich nun ein Jahr später an, dann ist aktuell eine Durchimpfungsrate von über 63% in Österreich zu verzeichnen. Die 7-Tages-Inzidenz sieht aber ähnlich negativ aus wie im letzten Jahr, und zwar 429 Fälle und 333 belegte Intensivbetten. Nun ist es wichtig, wie man weiter verfahren wird. Dementsprechend hat sich Bürgermeister Michael Ludwig mit seinem Expertenteam zusammengesetzt, um über das weitere Vorgehen zu beraten. In den Spitälern, da gibt es ja bereits einen ersten Vorgeschmack. Dort ist ja die 2G-Regelung nun entsprechend durchgesetzt worden. Also man kann nur noch das Spital betreten, auch Genesene und Geimpfte, wenn man hier als Besucher einen zusätzlichen PCR-Test mit dabei hat. Und ähnlich weitere Verschärfungen könnten nun aufgrund der steigenden Zahlen auch am heutigen Donnerstag besprochen werden. Da könnte es sein, dass der Bürgermeister die Stufe 4 vorzieht und es dann weitere Verschärfungen gibt. Auch hier eine Hinbewegung zur 2G-Regelung, also nur noch der Zutritt beispielsweise in der Gastro für Genesene und Geimpfte. Die Ungeimpften würden damit ausgeschlossen werden, ein sogenannter Freizeit-Lockdown für die Ungeimpften.